Als ich 2007 einen Herzstillstand überlebt hatte und mich gleich darauf an der Universität zum Dozenten habilitierte, hielt ich eine Vorlesung vor über 200 Studenten über das dazu passende Thema Horror in Literatur und Film. Ich hatte im eigenen Leib erfahren, was ein anderer weit weg im Bundesstaat Maine längst begriffen hatte. Dass die Horrorliteratur mitunter weit mehr über unser aller Schicksal auszusagen vermag, als der ganze Rest an Literatur. Ich hatte einen guten Geist, einen Bodyguard, unsichtbar an meiner Seite, einen Gewährsmann, ewig unterschätzt, einen Klassiker zu Lebzeiten, der so viele sonst in seiner unheimlichen Größe überragt. Stephen King. Bei anderen Autoren fragt man sich nicht, wird man ihn in 100 Jahren noch lesen? Bei Stephen King tut man es. Warum? Die unberatenen Grashüter und Gatekeeper der sogenannten Hochliteratur gehen wie selbstverständlich davon aus, dass die von ihnen geschätzten Autoren, von Joseph Conrad bis Philip Roth, noch im Jahre 3018 ihren akademischen Kurswert besitzen werden. Dabei halten Klassikerausgaben und Kanonlisten jene Autoren oft nur mühsam am Leben. Nicht so bei Stephen King. Was für ein Protestspektakel das war, als Präsident Barack Obama diesem Schundschreiber die National Medal of Arts verlieh. Man müde winken Grashüter und Gatekeeper ab und weg, wenn der Name Stephen King auch nur fällt. Der ist draußen, der darf nicht rein in die Hall of Fame der Great Novelists. In ihrem Mangel an Lebensnähe, in ihrer Ignoranz und Selbstüberschätzung verbergen solche Leute nur vor sich und vor anderen, was offensichtlich ist, dass wir es bei Stephen Kings Werk mit einer Literatur zu tun haben, die den existenziellen Nerv genau trifft. Also das, was die Hochliteratur leisten soll und was sie auch gar nicht so selten erreicht. Das vielleicht höchste Ideal aller Kunst und Literatur ist es, von einer Buchseite, von einer Filmleinwand aus in die Wirklichkeit des Lesers überzugreifen. Tobe Hooper hat für dieses Ideal die Devise Attack the Audience geprägt und im Texas Chainsaw Massacre die Szene mit dem Fleischerhaken ersonnen. Empört bis heute hielt man Hooper für einen Verrückten und übersah dabei, dass es Tobe Hooper wie auch Stephen King nicht darum geht, mit dem Publikum seinen Spaß zu treiben. Horror bedeutet aus Furcht fürchterlich zu sein. Ängstige deinen Nächsten wie dich selbst. Übersinnliches, Unwahrscheinliches. Monster wie Leatherface oder Poltergeister, telekinetische Teenager, Vampire, Zombies, die bösartigen, jenseitigen Mächte in Pet Sematary, dem Friedhof der Kuscheltiere Stephen Kings, sie sind pure Äußerlichkeiten für das eigentliche, Elementare, für die laut Stephen King phobischen Druckstellen, die uns alle vertraut sind. Nur, dass sie Stephen King aus seinem Temperament heraus und von Berufswegen noch vertrauter sind. Seine Geschichten, die alle diese unsere phobischen Druckstellen berühren, holt er sich aus dem Alltag. Ende der 70er zog er in eine Kleinstadt in Maine in ein entzückendes Haus, das nah an einer Straße lag, die von Tanklastwagen viel befahren war. Tanklastwagen, die schon viele Haustiere überfahren hatten, weshalb es in den Wäldern jenseits des Mietshauses auch einen Friedhof für Haustiere gab. Die Katze seiner Tochter kam um, knapp rettete King seinem Jüngsten vor einem Laster und wie so oft begann in Stephen King das was wäre wenn zu humoren. Daraus wurde Pet Sematary. Auf seinem Schreibtisch stapelten sich 30 cm Literatur über Begräbnisse. Kein Buch war ihm bislang so schwer gefallen. Er quälte sich hindurch, hatte das Äußerste getan, seine Frau weinte, als sie es las, und er schloss das Manuskript weg. Okay, er war zu weit gegangen. Erst als er einen Verlagsvertrag einhalten musste, holte er das Manuskript wieder hervor und spätestens seit diesem Jahr, 1983, ist die Welt der Literatur nicht mehr, was sie einmal war. 1983 zieht der Arzt Louis Creed mit seiner Gattin Rachel und ihren zwei Kindern in eine Universitätsstadt in Maine. Der alte Nachbar Judd kümmert sich liebevoll grummelig um die Familie. Doch tut er auch etwas, wovon er weiß, dass er es nicht tun sollte. Er führt die Familie zu einem Friedhof,
den Kindern des Ortes für ihre Haustiere angelegt haben und kindliche Orthographie statt Pet Cemetery, Pet Cemetery schreiben. Dahinter ist noch ein anderer, ein von den örtlichen Indianern einst geheiligter Ort. Charles, der Führer in diese Neben- und Unterwelt, ist die Schlüsselgestalt des Romans. Er warnt vor etwas und beschwört es dabei herauf. Und es beginnt, was auch mit dem letzten Satz des Romans nicht aufhören wird. Liest man das Buch heute, wird man schon vom ersten im Original bewusst stolpernden Satz an überwältigt sein von der Kunst der Komposition. So wenn es in diesem ersten Satz heißt, Lewis Creed hätte in Judd einen Vater gefunden, da er seinen wirklichen verloren hat, als er 3 Jahre alt war. Verlust macht den Anfang. Verlust ist das Thema des Romans. Verlust des geliebten, vertrauten, guten, normalen. Bis die Cornflakes eines Morgens so schmecken, dass man sich übergeben muss. Bis Gott Vater unterschwellig als Katze mit dem sprechenden Namen Church, also Kirche, Gestalt annimmt, zu der Lewis Creed sagt, die erreicht es wohl, Tierchen zu töten, fressen, musst du sie ja gar nicht mehr. Wohinter sich natürlich die Mensch als alte Ahnung verbirgt, Gott meine es, so es ihn überhaupt gibt, nicht sonderlich gut mit uns. Ihr alle glaubt, weil es gerade mal Mode ist, Gott sei tot, oh nein, er lebt und er ist hinter euch her. Dann firmiert er unter der Litanei-Devise, seine Wege sind unerforschlich. Stephen Kings Romanwelt ist unablässiger Metamorphosen unterworfen, bis selbst die biblische Geschichte vom wiedererweckten Lazarus mit ihrer ursprünglichen schockhaften Bedeutung auf uns zurückkommt, die wir mit all dem sonstigen Glaubensgerümpel so halsbrecherisch gleichmütig weggeworfen haben. Für Stephen King ist diese Beliebigkeitshaltung, die überlegen tut, ohne es im Geringsten zu sein, weil sie nicht einmal mehr ahnt, was sie da weggeworfen hat, Snobismus und unannehmbar lebensgefährlich. Wer Stephen King liest, wird auf einmal kleinlaut und sieht etwas demütiger in die Welt. Im Gegensatz zu manchen anderen Autoren, die ihre etwas verminderte, dafür desto prahlerischere Weltsicht von einem Roman zum nächsten in dürrer Sprache präsentieren, schließt Stephen King nichts aus. Er trägt mit sich, was man Literaturtradition nennt, weil er sie leichthin schultern kann. Nicht aus Zufall zählt er H.P. Lovecraft ebenso zu seinen Hausdämonen wie Kirsten McCullers, Graham Greene, Hemingway, T.S. Eliot, William Faulkner, George Orwell, Cormac McCarthy, den Salman Rushdie der satanischen Verse, Shakespeare und Charles Dickens. Er führte für sich die Unterscheidung ein zwischen Kollegen, die er bewundert und jenen, die er bewundern wird. Er ist ein Biblioholiker. Inklusiv, nicht exklusiv, weil er weiß, dass wir es uns alle im Grunde nicht leisten können, aus Nachlässigkeit, Dummheit und Gründen des Geschmacks auf diese Tradition zu verzichten. Wir werden sie brauchen, selbst die Religion, jene angebliche Illusion, die uns irgendwann vielleicht den nächsten Tag zu überstehen hilft. Nur Kraft dieser Gabe, die alles bedenkt, alles in Betracht zieht, kann uns Stephen King die Wahrheit sagen, nicht nur einen Teil davon, sondern die ganze, unnachgiebig, ohne Wenn und Aber und drumherum. Kann man den Tod als natürlichen Bestandteil des Lebens akzeptieren? Ja oder nein? Das Leben geht weiter, heißt es. Und dabei handelt es sich um einen der gefühllosesten Sätze, die man überhaupt aussprechen kann. Nein, schreibt Stephen King in Pet Sematary fest, das Leben geht danach nicht mehr weiter. Und damit lüftet sich sein Geheimnis, das im Grunde schon immer offen vor uns lag. Wir wären alle mit unserem Leben hier in der westlichen Welt ziemlich zufrieden, wenn wir nicht sterben müssten. Der Tod ist immer da. In der Vorstellung Lewis Creeds als der Zauberer Oz. Keine Angst, ich bin's nur, wie geht's, wie steht's? Ach, du hast Magenkrebs, das tut mir aber leid. Wir wissen, dass wir sterben müssen, aber wir glauben es nicht. Wir sagen uns heimlich, Mann stirbt. Ich nicht. Die Bedrohung, die der Tod für uns alle darstellt, ist so extrem, dass wir diese Bedrohung im Alltag verdrängen müssen, um überhaupt funktionieren zu können. Diese Bedrohung ist zugleich aber für einen jeden von uns so bedeutsam, dass sie nie vollständig verdrängt werden kann. Stephen Kings Werk und Pet Sematary im Besonderen löst diese paradoxe Situation auf. Wir atmen, während wir den Roman lesen, erleichtert auf. Solange das Buch andauert, können wir die Bedrohung gerade nicht mehr verdrängen und müssen es auch nicht mehr. Wir leiden und sterben mit den Figuren, wir überleben
noch einmal. Jetzt, sagt nun Stephen King, jetzt wisst ihr, was auf euch zukommt. Nur diesmal noch nicht. Doch diese Gefühlseinsicht ist nur erträglich, wenn sie in einen spannenden Plot eingespannt ist. Die emotional und stilistisch perfekt komponierte Begräbnisszene in Pet Sematary zum Beispiel, die aus Lewis Creeds Perspektive schildert, was Trauer wirklich ist, wäre isoliert gesehen kaum zu verkraften. Nur weil sie erstens in den Galgenhumor des Verlorenen, zweitens in einen packenden Plot versponnen ist, halten wir es aus. Das hat in der Weltliteratur kaum jemand so verwegen und auch sprachlich bravourös gemeistert wie Stephen King. Mit Humor, Anspielungsreichtum, ingeniösen Metaphern und Vergleichen, unvergesslichen Bildern und markantem Esprit. Er hilft uns, das Grauen in Angriff zu nehmen und zu bewältigen, bis es uns im wirklichen Leben ergreift. Danach sind wir auf uns allein gestellt und niemand weiß dies besser als er. So sind seine Romane Generalproben der Trauer, des Krankseins, des Sterbenmüssens, des Überlebens und dann doch Sterbenmüssens. Das klingt morbid. Es ist morbid, wenn unser Leben es ist. Jeden Alt ist schon vergessen, schon wieder verdrängt. Literatur zu verstehen heißt, den Horror in der Literatur zu verstehen, heißt, Stephen King zu verstehen und ihm dankbar zu sein. I'm so happy, 'cause today found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Look on here's Sunday morning, it's every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, 'cause I found God.